Nun denn, herzlich willkommen zu Ratchet & Clank 2, meine lieben Freunde, zur letzten Welt, zum Finale quasi. Ich denke mal nicht, dass wir heute schon den finalen Part erleben werden, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube noch nie wurde mir so viel Angst vor einem Endboss gemacht, wie ihr es tut. Unter jedem, gefühlt jedem Part. Sternzeichen, what the fuck? Das geht ja teilweise auf überhaupt gar keine Kuhhaut, was ihr da, jeweils mal in die Kommentare schreibt, wie krank es wird, wie wenig ich es eh schaffen werde und bla. Oh, ich bin mal gespannt, da oben ist was, will ich haben. Komme ich aber nicht hin. Ich bin sehr gespannt, was der Rauschmeißer tut. Hier kann sehr wahrscheinlich das Finale eben jetzt gleich dann da drüben. Scheint auch so, als wäre hier gar nicht mehr viel Welt, sondern es würde gleich dazu kommen. Ich gucke mir den Kampf mal an, werde wahrscheinlich ein bisschen weinen und dann werde ich wahrscheinlich ganz schnell feststellen, okay, wir müssen erstmal eine Menge Platin-Bolt sammeln zum Verbessern der Waffen. Wir müssen überhaupt erstmal sehr viel Bolt sammeln, um diverse Waffen zu erreichen und so weiter und so fort. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Hier ist wahrscheinlich eine Abkürzung zum Chef, die wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nehmen können. Deshalb wird es erstmal hier weitermachen. Oh, wir dürfen mal wieder ein bisschen railen. Okay. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Oh, da hätte ich irgendwas aktivieren müssen, wa? Vielleicht aber auch nur für ein Special Bolt, weil es scheint ganz normal weiterzugehen mit Speicherpunkt. Oder... Oh. Ach so, da ist er gleich instant tot. Das erklärt auch den Speicherding. Geräte, was war das nochmal? Traktorstrahl? Nee, Dynamo. Aha. Wahrscheinlich muss ich da jetzt rüber hüpfen. Oh, und wahrscheinlich hätte ich da auch schon längst drüber hüpfen müssen, wa? Jo, es ist It's Dead vorbei. Alles klar, weißt du Bescheid. Oh, ich glaube, da hätte ich auch was etwas früher aktivieren müssen, oder? Obwohl, es könnte sogar hinhauen. Ja, das haut sogar hin. Ich Idiot, springe aber dann nicht komplett rüber. Ich dachte, ich schaff's nicht und wollte nochmal zurück, bis ich dann realisiert habe, oh, ich schaff's ja doch. Hey, Ratchet! Warum fällst du denn jetzt einfach runter? So, Clank, ja, ich weiß, Entschuldigung. So, einfach rüberhüpfen, da brauche ich mir jetzt über nichts mehr Gedanken machen. Oh, wenn jetzt hier mal nicht gleich Gegner kommen. Wow. Wow! Was ist hier los? Hallo? WTF? Okay. Ja, das ist eine ziemlich strange Welt bisher. Also man muss hier ganz komische Wege gehen, um hier zum Halsabschneider-Chef zu kommen. Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. Hier gibt es noch einen schönen Gadgethändler. Boah, ich sehe doch schon wieder kommen, wie ich hier agieren werde, oder? Ach, sag nicht, es gibt noch eine Rüstung. Es gibt noch eine Rüstung! Wie viel Geld soll man eigentlich haben? Alter, wie die übertreiben. Oh, ich wollte das eigentlich nur mal ganz kurz hier aktivieren. Wie sie übertreiben, Alter. Hier müsste ich ja eigentlich rein theoretisch einfach mit den Visi-Bomben-Werfer arbeiten. Oder ballern die mich dann direkt kaputt hier? Oh! Oh! Ich glaube, ich habe da jemanden wütend gemacht. Ups! Entschuldigung!
Oh. Ich hab das sogar so jemanden sehr wütend gemacht. Alter Verwalter, immerhin nochmal maximal eine andere Technologie gesteigert. Hier ist was los. Okay, bis dahin überlebt. Ich könnte eigentlich instant zurücklaufen und Munition auffüllen. Ich glaube nämlich, dass mir hier der Mini-Atombomben... Die Mini-Atombomben werden mich hier ganz schön weiterbringen, glaube ich. Und hier auch erstmal mit dem Easy-Bombenwerfer anfangen, damit wir zumindest einmal treffen. Dann direkt umschalten. Alter! Triff die Scheiße! Hier geht's ab, Mann. Macht ihn alle! Oder ich mach halt dann den Rest. Oh oh. Oh shit. Ich darf nicht vergessen, ein bisschen Skill muss ich nebenbei auch noch. Ich befürchte, wir kommen erstmal eine richtig schöne Anzahl an Gegnern raus. Okay, Doki. Ja, ich glaube, es werden nicht wenige. Und ich glaube, wenn ich so weitermache, bin ich gleich tot. Oh, 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 oh. Weil er jetzt aber ganz schnell zurück. Denn war doch bestimmt noch Energie. Hoffentlich. Oder habe ich die schon aufgenommen? Shit, die habe ich schon aufgenommen, ne? Oh, dammit. Nicht gut. War vielleicht ganz am Anfang noch was? Ich bin ja nicht gestorben, das heißt, normalerweise sollte hier kein Reset stattfinden. Aber wenn hier auch nichts ist. Was? Komplett kein Energieteil. Shit, 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 shit. Ja, dann ist der Plan ja wohl klar. Ich darf mich jetzt nicht einmal treffen lassen. Das ist allerdings auch irgendwie leichter gesagt als getan. Fuck! Wollen wir jetzt auf den kompletten Abschnitt wieder machen? Alter. Wie uncool ist das denn? Puh. Okay, das wird ja spaßig. Dieses nicht treffen lassen ist aber auch nur so eine Devise, die sagt man mal, aber einhalten ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, selbst sowas trifft mich dann. Holy shit, geht's ja ab. Kann ich jetzt muss ich hier eigentlich, ganz ehrlich, ich muss hier eigentlich schon wieder mit einem meiner Lieblingsgeräte arbeiten. Nicht den Gefechtstürmen. Einfach nur mal ein paar in die Kugel werfen.
Schaden von mehreren Energien. Und den Rest mit der Verfolgerpistole. Ah, die ist schon ganz schön OP, diese Gefechtstürme. Wenn man die richtig einsetzt. Schaut mal an, jetzt habe ich das hier eigentlich ganz easy gemacht. Und ja, gebt mir Bolz. Bolz ohne Ende, verflucht. Oh Gott, das geht schon wieder gar nicht, das da hinten. Ja, ich lock sie mal an. Ach, der kommt gar nicht. Ach, so ein Jo! So ein Mega-Dude auch noch. Ich überlebe das sowas schon nicht. Einfach in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Immer rennen, immer rennen, immer rennen. Die trifft der nämlich da oben nicht. Also der Gefechtsturm. Autsch! Da muss ich doch eigentlich mit dem Wiesebombenwerfer wieder arbeiten. Wie stell ich mir denn das sonst vor? Okay, das war ein bisschen erbärmlich. Es wird vermutlich eh genug Versuche brauchen, bis der down ist. Egal, und wenn ich das so machen muss, dann muss ich es so machen. Oh, die halten teilweise echt zu viel aus. Also ein bisschen übertrieben ist es schon. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist Ratchet & Clank schon echt teilweise etwas hardcore. Verreck endlich. Danke. Gibt sogar direkt neue Nanotechnologie, ey. Das trifft sich jetzt aber ganz gut. Trotzdem üble Geschichte. Oh my fucking god! Direkt wieder Eskalation. Wow, 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 wow. Direkt wieder auf den Gefechtsturm wechseln. Ja, yeah, keine Munition mehr. Scheiß gelaufen. Alles zerballern! Ah, es läuft sogar. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ach so, ich bin jetzt... Oh mein Gott, ich dachte, das wäre einfach nur so eine große Halle. Oh, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ein ganz ungutes Gefühl. Das war jetzt ziemlich fies, Mann. Das war ziemlich fies, muss ich sagen. Oh Mann, was? Die spawnen auch nochmal. Was soll denn das? Oida. Oh, ne, ne! Was? Ne, ist klar, ne? Ihr habt auch überhaupt gar nicht gelitten oder so. Ja, man kann es auch echt übertreiben. Scheiße, das war's, oder? Alter, ist das übertrieben! Das ist völlig übertrieben, Leute. Das ist völlig übertrieben. Das ist völlig übertrieben, tut mir leid.
Ah ja, genau, da hänge ich jetzt auch noch fest. Boah! Ne! Ne! Too much! Alter, ich muss den ganzen Scheiß immer und immer wieder machen. Ist das euer Ernst? Boah, fuck, ey, hab ich echt wenig Lust drauf, muss ich zugeben.